und zu einer Legende. Ich habe den größten Teil meines Lebens in diesen Bergen verbracht. Trotzdem habe ich jedes Mal, wenn der Frühling hier einzieht, das Gefühl, ich erlebte ihn zum ersten Mal. Die Wildblumen füllen das Tal mit einer Farbe und einem Glanz, wie es kein Maler, jedenfalls keiner, der auf dieser Erde lebt, malen könnte. Und wenn die Bienen anfangen zu summen, kannst du dir alle neugeborenen Tiere ansehen, die der Natur und einander Hallo sagen und bei der Gelegenheit vielleicht schon ihre ersten Lektionen lernen. Nehmen wir mal dieses Wolfsbaby, das zum ersten Mal eine Feldmaus sieht, da der kleine Wolf nicht weiß, was er von ihr halten soll, sieht er sie sich aus der Nähe an und erhält Lektion Nummer 1. Eine Feldmaus kann in Höhlen schlüpfen, die für einen Wolf zu klein sind. Und das gibt dem kleinen Wesen die Gelegenheit, sich zur Wehr zu setzen. Aber durch Hartnäckigkeit wird Neugier zur Erfahrung und damit zu Lektion Nummer 2. Wenn man etwas wirklich will und bereit ist, dafür ein bisschen was zu tun, wird man immer einen Weg finden, es zu erreichen. Natürlich kommt dabei nicht immer das zustande, was man geplant hat, wie wir hier sehen. Angefangen hat das alles ganz einfach, wenn man Gemüsepflanzen einfach nennen kann. Also, dieser Adams hatte immer noch seine Greenhorn-Gewohnheiten. Siehst du, wie schön unser Gemüsegarten dieses Jahr wird, Ben? Wenn wir die Gefräßigkeit von Mary Lou, Daniel und Joshua in den Griff kriegen, werden wir uns in diesem Sommer herrliche Sachen kochen können. Ben, ich hab dir gesagt, du sollst dir den Garten ansehen, nicht drin rumtrampeln. Ich weiß, dass du dir nicht viel aus Spinat machst, aber es gibt ja ein paar Leute, die ihn gerne essen. Also Nummer 7, langsam reicht es mir. Komm weiter. Den ganzen Tag machst du mir nichts als Ärger. Ich bin ein geduldiger Mensch, deswegen frage ich dich jetzt noch 3 oder 4 Mal, ob du dich endlich bewegen willst. Also los, komm schon. Na komm, Nummer 7, schwing die Hufe. Was hast du denn jetzt wieder gemacht? Das ist heute das 3. Mal, dass du den Beutel abstreifst. Wenn du so weitermachst, dann werde ich dich rüber nach St. Joe in die Leimfabrik bringen. Du bist dir vielleicht nicht im Klaren darüber, aber der Einzige, der verhindern kann, dass du als Leim auf die Rückseite einer Briefmarke kommst, das bin ich. Also wenn du mir daraufhin nur dein Hinterteil zeigst, dann bleib hier und warte. Ich weiß wirklich nicht, was heute in dich gefahren ist. Jack, vielleicht hat Nummer 7 einen Grund, sich so eigenwillig zu verhalten. Er hat sogar 2 Gründe dafür. Erstens ist er faul und zweitens ist er störrisch. Nummer 7 ist nicht faul, Jack. Naja, vielleicht nicht faul in unserem Sinn. Es ist seine Natur, nur zu arbeiten, wenn es gar nicht anders geht. Jack, geh da raus, du schießt auf meinem... Oh, das war mein Spinat. Oh, tut mir leid, Adams. Ich war so wütend, dass ich das Beet übersehen habe. Lass gut sein, Jack. Du warst das nicht allein. Ben hat sich vor ein paar Minuten schon auf den Spinat gesetzt. Du hast nur noch den Rest erledigt. Gott sei Dank habe ich wenigstens noch die Zwiebeln und den Salat. Ja, ich gehe vorsichtig raus. Ist ja gut, Nummer 7. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Also, du weißt, dass ich von dir nichts verlange, was du nicht kannst. Und ich weiß, du benimmst dich nicht ohne Grund so. Also werde ich mal nachsehen, was für einen Grund du hast. Drück dich was, Nummer 7. Tut dir was weh? Oh je, sowas möchte ich auch nicht auf dem Fell haben, 7. Ist eine besonders ekelhafte Klette. Und wenn dann die Traglast noch draufdrückt, muss das ganz schön scheuern. Ich wette, dass das eine Wohltat für dich ist, die Klette los zu sein. Ja. Siehst du, was ich gefunden habe? Das Prachtexemplar von einer Klette war unter seiner Satteldecke. Da war die? Das verstehe ich nicht. Normalerweise sagt er mir sowas. Danke, Adams. Ist schon gut. Ich danke dir fürs Raufbringen meiner Sachen. Ich nehme an, du hast alles, oder? Aber sicher. Klar, ich habe alles. Oh, da bin ich aber froh, dass du auch den Kürbissamen nicht vergessen hast. Kürbis? Dass du den vergisst, das wusste ich. Ja,
Gut, ich hab ihn vergessen. Aber sag mir, was um alles in der Welt will ein Mensch hier oben in den Bergen mit Kürbissamen? Weißt du, ich habe Ben im letzten Frühjahr vom Erntedankfest erzählt und ihm versprochen, dass wir im Herbst ein schönes, altmodisches Erntedankfest feiern werden. Mit ausgehöhlten, beleuchteten Kürbissen. Und das will ich auch halten. Na ja, ich denke, Ben hat ein Recht zum Fest zu feiern, wie jeder andere Mensch auch. Adams? Jack? Nick Homer? Wenn meine alten Augen mich nicht täuschen, trägt der Kriegsbemalung. Shodachi. Shodachi, Nekoma. Shodachi. Baspalahe. Gasha. Dashua kose. La biva lissago. Ich weiß, dass du, wenn du keinen Grund hättest, nicht in Kriegsbemalung zu meinem Haus kommen würdest. Kein Grund, sich dafür bei mir zu entschuldigen. Ich biam. Chikota ich bishua. Isham bahasheki. Du meinst, dass Chikota das hinterlistige Puma-Weibchen euer Dorf überfallen hat? Wurde jemand verletzt? Spydok. Valesura. Gota. Bisevok. Das ist gut. Zerrissene Zelte lassen sich reparieren. Adams wusste so gut wie ich, was Nekoma befürchtete. Und wir erinnerten ihn daran, dass Chikota noch nie einem Menschen etwas getan hatte. Und dass sie uns und den Lebewesen aus unserer Umgebung eher freundlich gesinnt war, Ben eingeschlossen. Als Nekoma uns antwortete, der Stammesrat hätte beschlossen, dass Chikota erlegt werden sollte und diese Aufgabe ihm übertragen worden sei, hielt ich es für besser, die beiden allein zu lassen. Denn ich wusste, dass Adams jetzt seinem Blutsbruder etwas zu sagen hatte. Die Geschichte schlägt mir auf den Magen. Ich will inzwischen Nummer 7 bepacken. Adams sagte Nekoma, dass es einen Grund geben müsste, wenn Chikota ihr Verhalten plötzlich geändert hatte. Und dass er den Grund vielleicht finden könnte, wenn Nekoma ihn mitnehme. Aber Nekoma lehnte das ab, wohl hauptsächlich, weil er genau wusste, wie schwer es für seinen Blutsbruder wäre, mit ansehen zu müssen, wenn er den Puma, wie es der Stammesrat verlangte, tötet. Und das musste er tun. Selbst wenn Adams den Grund für Chikomas Verhalten fände. Denn das Wort des Stammesrates war Gesetz. Erst als Adams seinem Blutsbruder versprach, nichts zu tun, was gegen das Stammesgesetz verstieß, war Nekoma mit seiner Begleitung einverstanden. Aber er ließ Adams nicht über seinen Auftrag im Zweifel. Rück? Ja, ich packe schnell ein paar Sachen ein. Nachdem wir uns den Schaden an den Zelten angesehen hatten, folgten wir der Fährte des Pumas. Da wirklich niemand verletzt worden war, war es weder für Adams noch für Nekoma ein Vergnügen, ihre Puma-Freundin zu jagen. Beide sagten kein Wort. Ich wäre lieber bei ihnen geblieben, aber einige Leute warteten auf die Vorräte, die ich für sie geholt hatte. Deshalb musste ich erst mal zu denen gehen. Leider kann ich nicht weiter mit euch gehen. Ja, du musst den anderen ihre Vorräte bringen, die warten schon darauf. Das verstehen wir nicht, Ben? Kommt mir vor, als würde ich euch im Stich lassen. Aber nein, wir schaffen das leicht alleine, Jack. Adams, du weißt, ich gebe sonst keine guten Ratschläge. Aber das, was Nekoma vorhat, ist nach indianischem Gesetz. Und das galt hier lange, bevor wir hier waren und vielleicht schon lange, bevor diese Berge standen. Das heißt, wir haben keinerlei Recht, uns da einzumischen. Oder stimmt das nicht, Ben? Und noch etwas. Es ist eine wunderbare Verbindung zwischen dir und Nekoma. Tue nichts, was diese Verbindung zerstören könnte. Keine Angst, Jack. Ich gebe dir mein Wort drauf, dass ich nichts zwischen uns kommen lasse. Genügt dir das? Ja. Nekoma, ich weiß, dass es für dich am schwersten sein wird, weil du den Puma töten musst. Jack? Wir alle wissen, welche Strafe auf den Angriff auf Menschenleben steht. Deswegen gehe ich mit. Ich will beweisen, dass Chikota unschuldig ist. Ja. Als ich loszog, hatte ich einen Knoten im Hals, der so dick wie ein Kiefernzapfen war. Ich hatte für beide Mitleid, denn ich wusste, welche Schwierigkeiten vor ihnen lagen. Ich kannte das Indianergesetz so gut wie Adams und Nekoma und wusste daher, dass es für Chikota keine Rettung gab. Wo auch immer sie jetzt sein mochte,
Sie musste sterben. Die beiden zeigten zwar nicht, wie ihnen zumute war, aber beiden Männern tat das Herz weh. Und jeder hoffte, dass Shekota das Stammesgebiet verlassen hatte. Aber das war nicht der Fall. Sie war in der Nähe geblieben. Mehr Stick. Warum nach Süden? Dort ist sie bestimmt nicht, Nekoma. Die weiß genau, dass wir sie dort sehr leicht stellen können. Balakoska. Dahadehi. Du hast recht, Nekoma. Auch, dass sie euch angegriffen hat, passt nicht zu ihr. Ich weiß, was du denkst, aber ich kann dir nicht zustimmen. Sie wird euer Dorf nicht nochmal überfallen. Da bin ich sicher. Hallo, kleiner Fuchs. Du hast Shekota wohl nicht gesehen, oder? Wovor hast du denn Angst? Vor was fürchtest du dich, hm? Hast du vor dem Puma Angst? Ah, vor Nekomas Kriegsbogen fürchtest du dich. Den hat er nicht wegen dir dabei. Aber lauf trotzdem heim zu deiner Mama. Hm? Sei vorsichtig, kleiner Fuchs. Wir sehen uns bald wieder. Der Kriegsbogen war für Shekota bestimmt. Und es war fast so, als ob sie das wüsste. Schon gut, Ben. Die Wölfe interessieren sich nicht für uns. Bei Ishi, Sha'a, Doc. Vermutlich hat Shekota gedacht, dass wir auf den Felsen ihre Spur verlieren. Bei Jake. Ja, sie ist eine verdammt schlaue Berglöwin. Findest du, dass die Wölfe beunruhigt klingen? Siehst du da oben, Nekoma? Ein Wolfsrüde, zwei Wölfinnen, aber keine Welpen. Komisch um die Zeit, wo sie Junge haben müssten. Schau mal, ob du dort, wo die Felsen aufhören, ihre Spur wiederfinden kannst. Ich weiß, Ben. Wenn Mutter Natur diesen Wölfen im Frühjahr keinen Nachwuchs beschert hat, bedeutet das Gefahr für jeden, der ihnen über den Weg läuft. Keine Angst, Nummer 7. Hier sind nur wir beide. Zwischen uns und jedem Störenfried liegen 2 Wochen Fußmarsch in jeder Richtung. Und genau so mag ich es. Gib zu, wir hatten immer schöne Zeiten miteinander. Hey, Nummer 7. Ich glaube, du hörst überhaupt nicht zu, was ich sage. Ich habe dich noch nie so zittern gesehen. Was ist mit dir los? Hast du Angst? Hier ist nichts, wovor du Angst haben müsstest. Hör zu, ich werde dir was sagen. Wie wäre es, wenn wir hier unser Nachtlager aufschlagen würden? Und ich werde uns einen großen Stapel Pfannkuchen machen. Wie findest du das, hä? Was ist denn los mit dir? In diesem Unterholz ist doch nichts. Ich war ja bereit, uns ein paar leckere Pfannkuchen zu backen. Aber wenn du unbedingt willst, dann werden wir noch ein bisschen weiterziehen. Ach, komm schon. Sag mal, Nekoma, erinnerst du dich, wie Shekota damals die Schlingen zerstört hat, die ein Trapper ausgelegt hatte? Das kluge Tier schlich ihm nach und zerriss die Fallen wieder, ohne dass er es gemerkt hat. Gigi Wujay. Ich hab gewusst, dass du das nicht vergisst. Shekota hat damals vielen Tieren das Leben gerettet, oder? Adams hoffte, dass er durch das Erinnern an Shekotas gute Taten Nekoma dazu bringen könnte, die Jagd aufzugeben. Aber ob er das damit erreichen konnte? Thank you.
Also hier ist wirklich nichts, wovor ein dummer Esel Angst haben müsste. Ich glaube, Metzschek lässt jetzt seinen müden Füßen erstmal eine Abkühlung zukommen. Das ist ein gutes Plätzchen. Weißt du, was ich bei der Gelegenheit gleich machen könnte? Ich könnte meine Socken waschen. Dann riechen sie wieder besser. Ja, pass auf. Nur Mut, meine kleinen Füßchen. Oh, Nummer 7, das ist eiskalt. Was meckerst du schon wieder? Oh, hab keine Angst, ich bin nicht so ein Idiot und nehme ein ganzes Bad. Wozu auch? Das letzte war erst vor einem halben Jahr. Aber so eine Abkühlung ist was Herrliches. Was soll's? Auch Männer an der Berge tun gelegentlich die Füße weh. Ist das Wasser kalt? Ehrlich, dass es Leute gibt, die sowas einmal im Monat aushalten, das werde ich nie begreifen. Verstehst du das? Solche Leute gibt's wirklich. Na, was hast du denn, du Schlitzohr, mit deiner Banditenmaske? Hast wohl noch nie jemanden gesehen, der seine Strümpfe wäscht? Hä? Hast recht, Nummer 7. Wäre keine schlechte Idee, wenn du auch mal reinsteigen würdest. Na los, komm rein und wasch dir die Füße. Lach nicht so dreckig, du schlappohriger, hinterlistiger Leuteschubser. Warum hast du das wieder gemacht? Ich hab dir doch gesagt, dass es nicht mal ein halbes Jahr her ist, seitdem ich ein richtiges Bad genommen habe. Und du hör auch auf zu lachen. Jetzt kann ich, statt zum Pfannkuchen backen, davon hättest du ja auch welche gekriegt. Ein Feuer machen, weil meine Klamotten nass sind und getrocknet werden müssen. Ja, schau dir nur an, was du gemacht hast. Durch und durch bin ich nass. Wenn ich nicht bald ein warmes Feuer habe, dann hole ich mir die Schwindsucht. Ich hoffe, dass das Pulver noch trocken ist, Nummer 7, hey, komm sofort mit meinen Klamotten zurück. Sieh mal her. Du hast mir außerdem ein paar Tauschwaren nicht zurückgelassen. Na, warte, so schlimm wie du kann Nummer 8 nicht sein. Aber wenn ich gewusst hätte, was Nummer 7 wusste, dann hätte ich mich genau wie er aus dem Staub gemacht. Ungefähr zur selben Zeit mussten Adams, Nekoma und Ben feststellen, dass sie Shekotas Pferde wieder verloren hatten. Ich habe hier leider nichts gefunden.
Was ist mit dir? Weiter. Irgendwie gibt das keinen Sinn, Nekoma. Die alte Shikota muss hier irgendwo sein. Was ist denn, Ben? Die Schwierleder hier. Hast du das gehört, Ben? Nekoma sagt, Shikota muss hier gewesen sein. Das heißt, sie muss uns die ganze Zeit verfolgt haben. Sieht fast so aus, als wollte sie, dass wir sie finden. Sie verhält sich wirklich sehr merkwürdig. Ich weiß noch, wie alle gedacht haben, ich wäre gefährlich. Ich habe damals nicht begriffen, warum ich immer fliehen musste. Vielleicht kriegen wir jetzt, wo wir eine Spur haben, darauf eine Antwort. Welche Antwort sie erwartete, wusste keiner der beiden Männer. Sie beeilten sich und verbargen voreinander den Schmerz, der wie ein Messer in ihnen bohrte. Je früher sie die Antwort fanden, desto besser für sie und für Shikota, die immer in der Nähe blieb, sich aber nicht zeigte. Es machte fast den Eindruck, als wollte sie verhindern, dass die beiden sie wieder verlieren. Ich wusste es. Wasser bringt Unglück. Hab ich immer gesagt. Hat sich wieder mal bewiesen. Ich weiß das schon seit meiner Kindheit. Es bringt mehr Pech als schwarze Katzen. Hier wäre ein hübscher Platz. Jetzt muss ich mir nur ein bisschen Holz suchen. Ist ja genug hier. Bist du das Nummer 7? Du kommst wohl zurück, um dich bei deinem Mad Jack zu entschuldigen, weil du ihn mit den nassen Klamotten allein ge... Hey, langsam, Freunde. Langsam. Wir wollen doch nichts tun, was wir dann später bereuen würden. Shikota war nicht nur in der Nähe der beiden. Sie lud Nekoma und Adams praktisch ein, zu kommen und sie zu holen. Was hast du denn da gefunden, Nekoma? Was für ein Tier würde auf einem Holz so rumkauen? Nein, wer immer das gewesen ist, muss viel größer sein als die da. Glaubst du, dass das Shikota gewesen sein könnte? Hey, Lagusta! Beide Männer hatten plötzlich denselben Gedanken. Shikota wollte sich fangen lassen. Deswegen war sie in der Nähe. In unmittelbarer Nähe. Hey, immer mit der Ruhe, Yalo. Womöglich können wir Freunde werden. Vielleicht machen wir ein kleines Geschäft, ja? Wie wär's denn mit sowas? Das legt man um den Hals, dann... Gefällt euch nicht, oder? Wartet eine Sekunde. Ich hab noch... Wie wär's mit einer schönen Gabel aus echtem Eisen? So was benutzen die feinen Standflecke. Gefällt euch auch nicht, oder? Ja, damit habt ihr recht. Ich esse selber auch mit den Fingern. Warte. Ich weiß, was euch gefallen könnte. Ich hätte da noch eine echte Krähenknochenflöte. Seht ihr, Freunde? Ich wusste, das gefällt euch. Den Wölfen gefielen die Flötentöne, aber nur so lange, wie ich die Flöte spielte und mit ihr genau dort blieb, wo ich war. Ich gehe nicht weg. Ich bleibe hier. Ehrlich, ich bleibe hier. Inzwischen hatte Nummer 7 ein Plätzchen gefunden, wo er ein bisschen Ruhe und Frieden genießen konnte. Den beiden Männern war inzwischen klar geworden, dass Shikotas seltsames Verhalten kein Zufall war und dass sie sich fangen lassen würde, aber dass sie Ort und Zeit dafür bestimmen würde
und dass den Grund dafür nur sie wusste. Aber so wie die Dinge liefen, wurde es für Adams immer schwieriger, das Nekoma gegebene Versprechen, sich nicht einzumischen, auch zu halten. Er sagte Nekoma, dass er immer noch hoffte, den Grund für Shekotas eigenartiges Verhalten zu finden. Den Grund dafür, warum die Berglöwin Shekota Nekomas Dorf eigentlich überfallen hatte. Vielleicht, dass man dann doch etwas machen könnte, um das Schicksal des Pumas zu ändern. Adams machte sich um seinen Blutsbruder genauso viel Sorgen wie um den Puma. Und das sagte er Nekoma auch. Wenn Shekota durch Nekomas Hand sterben würde, dann wäre Nekoma nie mehr derselbe Mann. Ich glaube nicht, dass einem der Männer das Herz schwerer war als dem anderen. Beide wussten, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis sie Shekota irgendwo im Wald begegnen würden. Weiter satt, Beck. Also das wundert mich wirklich, Nekoma. Was für ein Spiel spielt sie? Läuft uns weg und läuft uns doch nicht weg. Ist möglich, dass sie vor Ben Angst hat? Früher waren Ben und Shekota zwar gute Freunde, aber das ist ziemlich lange her. Vielleicht hat sie es vergessen. Ben, ich möchte, dass du zur Hütte zurückgehst. Na los, ich hab gesagt, zur Hütte zurück. Wenn du weg bist, bringen wir Shekota vielleicht dazu, sich zu zeigen. Shekota rannte in großer Eile durch den Wald. Verstehe. Hier oben ist die Höhle, in der ihr lebt. Es war nett hier, aber kalt. Die Winter sind verdammt kalt in diesem Hochwald. Ach, könntet ihr mir nicht erlauben, dass ich den alten Nummer 7 suche, damit der gute Matschek ein paar warme Sachen auf den Leib kriegt. Ihr habt was dagegen, ne? Ich sah, dass die Wölfe Nahrung vor mir fallen ließen, aber ich dachte erst nicht drüber nach. Ich fühle mich so verflucht mies, dass es mich nicht mal interessiert, wo die Sonne aufgeht. Wie findet ihr das? Da kommt schon her und frisst mich. Aber das eine sage ich euch, mindestens einer von euch geht dabei drauf. Wozu bringt ihr mir das Zeug? Gebt's lieber einem von euren Jungen. Na los, gebt es einem von euren Jungen. Oder fresst es selber auf. Moment mal, da stimmt doch irgendwas nicht. Es ist Frühling, um die Zeit solltet ihr Welpen haben. Wo sind die denn? Ihr habt keine, nicht? Und jetzt bietet ihr mir das Futter an, so als ob ich euer Junges wäre. So wie ihr es mit einem Welpen machen würdet, wenn ihr einen Welpen hättet. Verstehe. So ist das gedacht. Ihr wollt mich einfach adoptieren. Ihr wollt mich zu eurem Welpen machen. Da habe ich was dagegen. Mutter Natur spielt zwar manchmal recht seltsame Spielchen, aber... Warum denn mit mir? Ich habe Mutter Natur nichts getan. Hey, was soll das? Ah, ihr wollt nicht, dass ich in die Richtung gehe. Tja, vermutlich sollte ich mir das wirklich durch den Kopf gehen lassen. Hä? Oh, danke. Die sind nicht mal schlecht. Ich muss sagen, die sind sogar sehr gut. Danke. Nicht nur meine Situation wurde mir langsam verständlich. Auch für Adams und Nekoma bekam die Sache immer mehr Sinn. Es wird leichter, Nekoma. Sie versucht nicht einmal mehr, ihre Spuren zu verwischen. War eine sehr gute Idee, dass wir Ben wieder umkehren ließen. Dila Borg. Lispi. Nein. Ich denke, ich weiß, wohin sie geht. Weißt du, wo Shekotas Höhle ist? Ihr Loch. Dann weißt du auch, dass sie dort oben sehr friedlich ist. Ich habe die ganze Zeit über auf ein Wunder gehofft.
Und ich bin ziemlich sicher, du auch. Ich weiß, dass Wunder verdammt selten sind. Könnte sein, dass sich bald eins ereignet. Ja. Ahanda. Iwa Abita. Ja, du hast recht. Wir sollten uns etwas beeilen. Bald geht die Sonne unter. Als sie zu den Männern hinunterschaute, schien Shekota zu wissen, dass nun alles bald zu Ende sein würde. Sie hatte Nekoma und Adams zu ihrer Höhle geführt. Was auch immer jetzt geschehen würde, würde hier geschehen, wo sie sich am sichersten fühlte. Ben trottete recht unglücklich nach Hause. Er war wegen Shekota genauso traurig wie Adams und Nekoma. Plötzlich bekam seine Nase eine Witterung, die er recht gut kannte. Es war mein Geruch. Er folgte der Witterung und fand meine Hose. Da wusste er, dass etwas nicht stimmte. Als er der Spur dann weiter nachging, stieß er auf Nummer 7. Ben hielt Nummer 7 in der Art, in der Tiere miteinander reden, eine kleine Strafpredigt. Und Nummer 7, mächtig beschämt darüber, was er getan hatte, antwortete Ben, dass er ihn dorthin führen würde, wo er den alten Medjek verlassen hatte. Ich hatte inzwischen die Hoffnung fast aufgegeben, aus dieser verflixten Lage wieder rauszukommen. Da hörte ich plötzlich zwei bekannte Stimmen. Hey Ben! Hier bin ich, Ben! Reg dich nicht auf, Ben. Diese Wölfe wollten mir nichts tun. Die wollten mich nur zum Familienmitglied machen. Hey, das ist das Tapferste, was ich je von einer Mama erlebt habe. Du willst mich gegen diesen großen Crispy verteidigen. Weißt du, das ist zwar sehr nett, aber der Bär ist zufällig ein guter Freund von mir. Ja, lauf lieber deiner Familie nach. Na, geh schon. Ich komm zurecht. Ich verspreche dir, ich werde zu einem guten Wolf aufwachsen. Du wirst stolz auf mich sein. Leb wohl, Mama. Ben, dein Anblick ist ein Trost für einen durchgefrorenen Mann. Mittlerweile waren Adams und Nekoma ihrem Ziel mächtig nahe gekommen. Und das brachte ihre Gefühle gewaltig durcheinander. Nekoma litt unter der Aufgabe, die ihm der Stammesrat gegeben hatte. Und Adams sorgte sich um seinen Blutsbruder und um Shekota. Und er fürchtete das, was sie erwartete. Warte, Nekoma. Lass mich probieren, sie zu untersuchen. Und wenn ich etwas finde, bringst du sie für einen neuen Prozess vor den Stammesrat. Kolaliluk. Du glaubst doch nicht, ich will das Stammesgesetz in Frage stellen. Aber ich weiß, wie sehr die Crow das Leben aller Wesen achten. Was ist denn mit dir los? So habe ich dich bis jetzt noch nie erlebt. Du fürchtest, dass sie mir etwas tun könnte, hä? Sorgst dich noch immer um mich, hä? Also gut. Wenn sie mich angreift, kannst du deinen Pfeil abschießen. Dann bist du im Recht. Aber lass mich wenigstens versuchen, sie anzusehen. Jetzt war er also da. Der Moment, den Nekoma und Adam so gefürchtet haben. Hallo, Shekota. Ich bin's doch, Adams. Ist ja gut. Nicht aufregen. Ich werde dir nicht wehtun. Ganz ruhig. Ich will dich nur anfassen.
Ruhig, Shikota. Lass mich doch mal nachsehen. Adams! Nein, Nekoma! Nein. Das war nicht ernst gemeint. Sie wollte mir damit was sagen. Wenn ich nur wüsste, was. Bon, Shele, bon. Ich weiß, dass du mein Wort hast. Adams saß in der Klemme und wusste das. Er konnte nicht beweisen, dass der Puma ihn nicht verletzen wollte. Und er hatte Nekoma sein Wort gegeben. Also musste er jetzt Nekoma freie Hand lassen. Da sah Adams etwas, was ihm alles klar machte. Nekoma! Schau dir mal diesen Ast an. Der Puma hat ihn genauso zerbissen wie das Holz, das wir im Tal gefunden hatten. Ich glaube, ich weiß jetzt, was er hat. Lässt du es mich nochmal versuchen? Weiter. Ich stehe nach wie vor zu meinem Wort, aber sieh dir das hier an. Nein. Ich verstehe dich ja. Ich will nur, dass du dir das hier mal ansiehst. Bitte. Was Nekoma da in der Hand hielt, war mehr als nur ein Stück Holz. Es war das Schicksal von zwei Männern und einem Puma. Einverstanden, Nekoma. Kala, Hihok. Danke. Hallo, Shikota. Hallo, altes Mädchen. Ruhig. Niemand will dir was tun. Ich glaube, ich weiß, was dir fehlt, Shikota. Jedenfalls hoffe ich, dass ich es weiß. Ich bin ganz vorsichtig. Ich werde dir nicht unnötig wehtun. Ja, mein braves Mädchen. Ich muss jetzt mal die linke Seite von deinem Kopf anfassen. In Ordnung? So ist es brav. Sehr gut. Ich tue dir nicht weh. Ruhig, Mädchen. Ruhig. Und jetzt die andere Seite. Ah, da tut es weh. Nicht weglaufen, Shikota. Ich will dir doch nur helfen. Tut mir leid, aber ich musste das rausfinden. Brave Shikota. Würdest du jetzt mal das Maul aufmachen? Ja? Na komm, Shikota. Ich will doch nur mal reinsehen. Bleib hier, schau mich an. So ist es brav. Sehr gut. Darf ich jetzt mal in dein Maul schauen? Ja? Nur ein bisschen weiter musst du schon aufmachen. Jetzt wird es wehtun. Bist du soweit? Ruhig, ganz ruhig. Ich hab ihn schon. Bist ein braves Mädchen. Ja. Sieh dir den Dorn an. Jetzt wirst du dich viel wohler fühlen. Bist ein braves Mädchen, Shikota. Brav und zutraulich. Ich glaube, dass Shikota jetzt wieder ganz normal ist, Nekoma. Mach's gut. Auf Wiedersehen, Shikota. Nekoma, dieser Dorn war der Grund für ihr Verhalten. Er hat ihr starke Schmerzen bereitet. Deswegen hat sie wie ein Puma-Baby auf dem Holz rumgekaut. Sie wusste, dass sie den nicht rauskriegt. Widu ist stock. Und deswegen ist sie in euer Dorf gekommen. Sie wollte eure Hilfe. Denkst du, der Dorn kann den Stammesrat überzeugen? Chef Dajal? Shikota, du fühlst dich wieder wohl. Und Nekoma auch. Hast du gehört, was Nekoma gesagt hat? Ich wette, dass es dir jetzt wieder schmeckt, nachdem der Dorn aus dem Maul raus ist. Nekoma meint, jetzt wird alles in Ordnung kommen. Tja, jetzt wo deine Schmerzen weg sind, ist auch unser Schmerz vergangen. Im Indianerdorf und für Shikota war das Leben wieder ganz normal geworden. Aber Adams hatte immer noch Probleme mit seinem Gemüsegarten. Also Ben, wenn ich den Garten jetzt wieder in Ordnung habe, dann wirst du und Jack bitte nicht mehr drin rumtrampeln. Hi Jack! Wie geht's, Adams? Gut! Hallo Ben!
Schöner Tag, hm? Sehr schön. Wie war dein Handelstrip? Oh, gut, gut, gut. Hat alles, was die Leute wollten. Auch meine Kürbiskerne? Oh. Du wirst sie doch nicht zum zweiten Mal vergessen haben. Hier, da hast du ihn, deinen Kürbissamen. Oh, ich habe eine gute Nachricht für dich. Nekoma, Ben und ich, wir waren vor den Stammesrat geladen. Es wurde dort über Shikota verhandelt. Ja? Als der Häuptling gehört hat, wie es wirklich war, haben sie Shikota zum Ehrenmitglied des Stammes gemacht. Das ist tatsächlich eine gute Nachricht. Nun, ich weiß zwar, dass du, Nekoma, dass ihr eine verdammt schwere Zeit hattet mit dieser Shikota. Aber das, was ich erlebt habe, das ist noch besser. Ich war da in der Wildnis umrundet von einem Rudel Wölfe, die so gemein und bösartig aussahen, wie du es dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Die Schwänze hatten sie angriffslustig aufgestellt und ihre Zotteln standen wie die Stacheln eines Stachelschweins von ihnen weg. Übrigens, weil wir gerade von Stacheln reden, wie bist du drauf gekommen, dass Shikota einen Dorn im Maul hatte? Oh, das wusste ich vorher nicht. Ich wusste nur, dass ihr irgendwas furchtbare Schmerzen bereitet. Ich glaube, auf sowas käme ich in 1000 Jahren nicht. Ja, weißt du, es ist nicht alles so, wie es im ersten Moment aussieht. Aber wenn man Vertrauen zu seinen Freunden hat und den Dingen auf den Grund geht, stößt man irgendwann auf die Wahrheit, findest du nicht? Da hast du recht. Das war auch bei mir und diesen Wölfen so. Nur weil ich ihnen vertraut habe und über sie nachdachte, haben sie mich nicht angeknabbert. Da hast du wohl ausnahmsweise mal schnell gedacht, hä? Weißt du, was ich gemacht habe? Hingestellt habe ich mich vor sie, habe ihnen in die gelben Augen gesehen und dann habe ich sie ganz gefährlich angestarrt, ungefähr so. Was gibt's da zu lachen? Sie wussten sofort Bescheid, wussten, wer ich bin und haben mich auf der Stelle zu ihrem Leitwolf gemacht. Und alle Schwänze gingen wieder runter und das Fell wurde wieder glatt. Stimmt das nicht, Ben? Sieben? Jack. Ich hätte wissen müssen, dass die mich verraten. Weißt du, es ist so, Adams, dass ich dir die Wahrheit nicht erzählen wollte, weil, naja, es wäre peinlich für mich, wenn ich rumspräche, wie es wirklich war. Na, wie war es denn wirklich? Also, die Wahrheit ist, diese Wölfe haben im Frühjahr keine Welpen gekriegt. Naja, und da haben sie mich gefunden und dachten, ich wäre ein verwaistes Junges. Und haben mich adoptiert. So eine tolle Geschichte habe ich bis jetzt noch nie gehört. Ehrlich? Ja. Ich wette, du bist weit und breit der Einzige, der ein Wolfsrudel als Familie hat. Meinst du? Also ehrlich gesagt, so habe ich das bis jetzt noch gar nicht betrachtet. Adams, weißt du was? Ich glaube, ich bin das einzige zweibeinige Lebewesen in diesen Bergen, das ein Wolfsrudel als nächster Verwandter hat. Adams, meine Verwandtschaft.